Willkommen zu einem weiteren Video und wir probieren wieder, dass wir was mit Redstone bauen. Ja Leute, und jetzt sind wir schon in unserer Redstone-Welt und heute wollen wir eine kleine Schaltung machen. Wow, hier geht's ja immer nur über den Bäumen hier dann. Jetzt wollen wir eine kleine Schaltung bauen, wo wir einfach sozusagen schnell mit Wasser unser gesamtes Feld dann abfarmen können. Also aber nur, dass sich das Wasser von selber gleich dann automatisch abschaltet. So. Suchen wir uns gleich mal einen kleinen Platz hierfür. So, schauen wir kurz, wie weit das Wasser laufen kann. So, okay, das geht weiter als den Block hier. Okay, das ist das Maximale, passt. Das heißt, hier müssen wir dann unsere Leitung haben, wo wir die Sachen dann gleich wegbringen können. So. Perfekt. Ich würde sagen, das reicht mal für unsere kleine Farm. Das ist ja nur zu Vorstellungszwecken, die können wir dann ja so groß machen, wie wir wollen. Damit wir das Ganze jetzt bauen können, brauchen wir jetzt ein paar Werfer. Die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Und jeder Werfer bekommt einen Wasserkübel. So ist jetzt mal meine Vorstellung, ups, von dem Ganzen. Ich habe mir jetzt einfach mal ewig viele reingelegt, nicht genau nachgezählt, weil es ist ja dann unterschiedlich, wie weit ihr das halt machen wollt. So, schauen wir mal kurz, So, und jetzt mit einem Signal können wir das Ganze jetzt schon einschalten, wenn wir wollen. Aber das wollen wir ja so nicht. Wir wollen das Ganze ja machen, dass es wieder zum, obwohl ich zeige es kurz her. Wir haben hier einen Hebel, den schalten wir kurz ein und jetzt schalten wir wieder aus. So. Und jetzt brauchen wir natürlich noch seitlich irgendwo eine Wasserversorgung dann. So, da können wir direkt gleich, weil das funktioniert ja sonst nicht ohne Wasserversorgung. Dann nehmen wir einfach mal Halbstufen noch. Ja, das habe ich jetzt fast vergessen. So, natürlich habe ich jetzt hier zu viel gebaut. So, jawohl. So. Und das ist jetzt hier nur unsere Versorgung, dass alles hier auf der Seite dann funktioniert. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch kurz. Und dann müssen wir, warte kurz, jawohl, fertig. Dann können wir hier gleich unsere Schaltung, mit unserer Schaltung anfangen. So, und jetzt wollen wir uns natürlich gleich hier einen Schalter gönnen, dass das Ganze hier gleich mal einmal schaltet und dann sollte das danach auch gleich ein zweites Mal schalten. So, okay, das schaltet jetzt hier einmal damit, so haben wir das gesehen. So, aber wir wollen das natürlich nicht nur einmal haben, sondern eigentlich öfters. Deshalb brauchen wir hier etwas, so eine Verzögerungsschaltung. Das können wir jetzt entweder mit ewig vielen so Repeatern machen, oder wir machen das dann, und wie ihr sehen könnt, das, geht das jetzt natürlich im Kreis, das geht so nicht. So. Aber wir wollen natürlich nicht ewig viele Repeater verbauen, weil das ist ja irgendwie ein bisschen doof. Wir können hier jetzt einfach, jetzt hat sich das Ganze wieder ausgeschaltet und eingeschaltet, wie ihr seht. Wir können das Ganze jetzt aber auch mit einer Comparator-Sache lösen. Ich mache das jetzt nochmal aus, alles, dass das Wasser wieder weg ist. Und wie wir das jetzt lösen, das versuche ich jetzt mal mit einer Batterie, würde ich mal sagen. Nennen wir es Batterie. Die sieht jetzt so aus, das heißt, wir geben ein Signal rein und es bleibt länger eingeschaltet. Und erst sobald wir
dann, sobald das fertig ist, geht dann hier ein Kolben runter. Wieso, oder? Wie mache ich das jetzt? Setze ich mal hier kurz einen Kolben. Und dann sollte das Ganze... Okay, nee, das geht sofort. Sobald das angeht, geht das jetzt an. Das heißt, ich muss das Signal hier invertieren. Und dann kann ich mit dem Kolben rausfahren, weil ich will das alles jetzt auf die positive Flanke haben. So, das heißt, es ist die ganze Zeit ein. Und wir schalten es dann ganz kurz aus und dann wieder ein. Und sobald er sich aus- und einschaltet, dann sollten wir hier ein Signal rausbekommen. Okay. So, dann versuchen wir das Ganze mal. Ob das so funktioniert. So, jetzt sollte das Ganze... Okay, natürlich geht es nicht an, weil wir haben hier keinen Kontakt zu dem hier rauf. So, aber jetzt haben wir einen Kontakt. Das geht runter. Jetzt geht es wieder rauf. Und dann sollte... Jawohl! Und jetzt wird das Wasser auch schon weggemacht. So. Und jetzt können wir das Ganze gleich noch verbessern, indem wir jetzt mal unsere Hacke nehmen. Überall unsere Sachen anpflanzen. So. Und hier haben wir noch ganz kurz einen kleinen Wasserabgang für unsere Sachen. Das heißt, lassen wir sie hier einfach rüberlaufen. Geben hier noch einen Wassereimer, den habe ich ja gerade weggemacht. So, mit dem können wir das Ganze hier dann runterlaufen lassen. Ups, machen wir hier noch ein kleines Loch, wo wir unsere Sachen auffangen. Machen wir so, okay, ne, doch nicht, so. Und da baue ich noch einen Half-Slab rein, da kann ich dann einfach nur so reinspazieren. So, jawohl, und dann bekommen wir hier unsere Sachen. Wenn ich jetzt hier meine Seeds anpflanze, wow, hier gibt es natürlich jetzt ziemlich viele, und weil ich habe ja, bin ich jetzt hier mit einem Modpack drinnen. Und ja, ich zeige euch das jetzt einfach nur mit solchen Samen, das funktioniert natürlich. Und ja, damit sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Eine kleine Verlängerungsschaltung. Ich glaube, ich versuche noch, dass ich das Ganze kurz ein bisschen kleiner baue. Und zwar einfach mit dem so. Und den könnte man wahrscheinlich auch noch hier rüber machen, anstatt so. So. Und das Ganze kann man jetzt noch... Ich denke nämlich, ein Kondensator reicht sogar für den Fall. Aber wir werden gleich sehen. Wir werden gleich sehen, ob das so stimmt oder nicht. So, dann kommt hier... Ups. Natürlich ein Repeater hin, damit das Signal durchlaufen kann. Und natürlich habe ich es jetzt genau in der falschen Reihenfolge rumgemacht, klar. Komm schon. Dauert eine Weile. Ja, ich glaube, das sollte eigentlich von der Zeit her reichen. Ich habe sie schon wieder raus, glaube ich. Probieren wir es nochmal mit dem Weizenkörner. Ein paar Reihen hier, nicht ganz so schlimm. So, wie wir sehen können, haben wir jetzt zeitlich auch was. Das heißt, wir so, ups. Wir sollten hier eigentlich vorne dann auch noch was hinlegen, dass die Körner nicht drüber laufen. So, dann probieren wir es nochmal. Wasser kommt rein, lässt alles fluten und schaltet sich automatisch wieder ein und aus und ein und aus. Und jetzt bauen wir hier eine Glocke. Wir haben eine Glocke gebaut, deshalb müssen wir hier jetzt unbedingt einen Repeater noch hin platzieren. Also unsere fertige Schaltung, nehme ich das wieder mit, sieht ganz einfach aus. Wir haben hier einen Knopf. Das läuft zu einer kleinen Batterie. Sehen wir hier. Das geht dann zu einem Piston, der
mit dem wird unser Signal verlängert und hier bekommen wir wieder ein kurzes Signal raus und hier haben wir dann auch das Signal direkt von dem Knopf und somit haben wir hier dann eine fertige kleine Farm, wo man vielleicht noch ein bisschen optimieren kann, damit die Samen hier nicht alle irgendwo herumfliegen, wie zum Beispiel hier hoch und sonstiges an, aber ich glaube, das wisst ihr, wie das Ganze dann funktioniert. So. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Redstone-Einlage wieder mal gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein kleines Abo da. Oder ein großes, je nachdem. Ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und einen Kommi freuen. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch auf dem Server billbros.tk vorbeischauen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Video. Und bis dann. Ciao, ciao. Thank you.